Wir diskutieren bis jetzt, wenn wir hier über diese leeren Häuser reden, reden wir über die Oberfläche. Ja, die wichtige Frage ist, wer verfügt über diese Flächen? Ja? Oder wer darf über diese Flächen verfügen? Hier entstehen Räume für Leute, die eine völlig andere, eben nicht nur den Umgang mit alten Häusern neu lernen oder propagieren, sondern den Umgang mit dem Leben neu. Eine gute Stadt ist für mich eine Stadt, die Möglichkeiten anbietet. Wenn sie eigentlich so eine Oberfläche bietet, dass die Bewohner der Stadt auch das Gefühl haben, sie dürfen. Sie dürfen die Stadt benutzen, sie dürfen die Stadt auch verändern. Ein Tag um diese Fläche, behaupte ich jetzt vielleicht einen Samstag, um es vorsichtig zu sagen, um diese Fläche wäre besiedelt. So of course you are being used here, which means that we also take advantage of using them. Naja, zuerst war halt der Bürgermeister dagegen und dann waren wir in der Stadtverordnetenversammlung und da haben wir halt gesagt, worum es geht und dann, naja, haben sie ihn überstimmt. Und dann aus diesem Konflikt kommt diese Kreativität, kommt diese, ja, die neue Gesellschaft, soziale Formen, neue ökonomische Formen, aber das braucht dieser Konflikt. Das ist die Energie. Das war wie wenn eine Fee kommt und sagt, hey, du hast 3 Wünsche frei. So. Und man ist nicht mehr gewöhnt, sich was zu wünschen.